Das Segelboot ist ein ganz einfaches, traditionelles Modell. Ihr braucht ein quadratisches Papier, am besten zweifarbig. Zuerst falten wir das Papier diagonal. Jetzt wird das Segel orange und der Schiffsrumpf weiß, also achtet darauf beim Falten, je nachdem wie ihr die Farben haben wollt. Jetzt machen wir eine Vorfaltung für eine Gegenbruchfalte nach außen. Diese Falte entscheidet, wie der Rumpf und das Segel aussehen, also solltet ihr erstmal ein wenig herumprobieren, wie es am besten aussieht. So, ich nehme jetzt mal so einen etwas flacheren Winkel und streiche die Falte jetzt erst glatt. So, Schiffsrumpf, Segel. Für die Gegenbruchfalte nach außen öffnen wir das ganze Modell jetzt. Jetzt sehen wir dieses Faltenmuster und diese Talfalte und dieser Teil der Talfalte müssen umgeändert werden. Und hier drücken wir dagegen, um das Ganze umzustülpen. Und jetzt machen wir aus den gezeigten Talfalten Bergfalten. Brechen sie sozusagen gegen, deshalb der Name Gegenbruchfalte. Und drücken diese Falten glatt, vorsichtig, damit es nicht knittert. Und dann streichen wir es nochmal glatt. Und dann sind wir auch schon fertig mit dem Segelboot. Ich habe ja versprochen, dass es ganz einfach ist. Diesmal. So. Das könnt ihr jetzt zur Dekoration oder sonst was verwenden. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Video.